Bei jedem Sieg dürfen wir uns einen Spieler vom Gegner klauen. Und damit machen wir Union Berlin heute zur besten Mannschaft der Welt. Im ersten Spiel gibt es kein Upgrade für uns, aber das zweite Spiel gegen Everton können wir gewinnen. Aus diesen Spielern darf ich jetzt also einen Spieler aussuchen und ich entscheide mich dafür den Torwart. Pickford wird also hier das allererste Upgrade, aber der kassiert hier direkt mal 3 Tore zum Start. Und in dem Spiel verlieren wir dann auch noch Kevin Volland für 3 Monate. Da brauchen wir jetzt also ganz schnell einen richtig guten Ersatz. Und bei Mainz 05 könnten wir direkt einen bekommen, aber dafür müssen wir Mainz 05 natürlich auch schlagen, was wir hier nicht tun. Wir sehen, dass wir hier gegen Darmstadt gewinnen. Zumindest eine Gesamtstärke werden wir auf der Position jetzt besser. Und jetzt brauchen wir im nächsten Monat ganz schnell Upgrades, denn wir sehen hier direkt das Pokalduell gegen die Hertha. Also ihr merkt schon, die ersten Schritte sind hier so richtig schwierig. Komm, gegen Hoffenheim soll es jetzt hier nochmal einen Sieg geben. Glatzel in der 87. Minute. Schießt Union hier endlich zum ersten Sieg in diesem Monat, genau vor dem Pokalduell. Und das bedeutet, dass wir mit einem neuen Stürmer hier in das Duell gehen. Die Transferphase zwar vorbei, wir können ihn aber trotzdem in unser Team holen. Und jetzt gibt es hier das Stadtderby und natürlich die Pokalrunde, die wir hier überstehen wollen. Wir gehen direkt hier rein und sehen, dass wir das Ding auch gewinnen. Hier in der Nachspielzeit, Gosens macht den Treffer. Aber teammäßig machen wir damit keinen Fortschritt, denn hier gibt es keinen Spieler, der sich wirklich lohnt. Und das gleiche natürlich hier bei Heidenheim. Aber in der Champions League würde es sich immer lohnen zu gewinnen. Das können wir hier gegen Braga aber nicht machen. Aber ich würde sagen, wir haben uns den Sieg hier einfach mal aufgehoben für den BVB. Das wäre natürlich richtig krass. Da würden wir uns natürlich direkt Kobel holen. Aber auch gegen Dortmund verlieren wir hier. Gegen Stuttgart waren wir hier eine Stunde in Überzahl, aber einen Spieler konnten wir uns trotzdem nicht klauen. Jetzt haben wir hier direkt den nächsten Verletzten, aber wir haben natürlich Berisha, also kein Problem für uns. Und er sieht übrigens auch im nächsten Spiel hier die gelb-rote Karte. Und wir sehen jetzt direkt das nächste Pokalduell gegen Köln. Berisha ist gesperrt und wir verlieren das Spiel auch. Und jetzt gibt es hier direkt 3 Spiele, die für ein ordentliches Upgrade sorgen könnten. Und das Ganze werden wir uns hier jetzt im Kalender angucken. Gegen Frankfurt können wir direkt gewinnen. Und hier bei Frankfurt entscheide ich mich mal für die 6er-Position. Und damit verbessern wir die Startelf hier mit 5 Gesamtstärken. Und Leverkusen momentan hier nicht so in Form, sind unter uns in der Tabelle. Das Ganze müssen wir jetzt hier ausnutzen, damit wir uns einen Würz holen können, der sogar hier nur eingewechselt wird. Und auch die Torwartverletzung hat uns nicht so viel gebracht. Die nächsten beiden Spiele werden jetzt hier direkt mal wegsummuliert. Gegen Augsburg können wir hier nicht gewinnen. Und das gleiche ist gegen Braga der Fall. Irgendwann müssen wir gegen Bayern gewinnen, um das beste Team hier zu werden. Und gegen den FC Bayern machen wir hier auch direkt den Treffer. Der wird aber direkt ausgeglichen von Musiala. Und der FC Bayern geht dann durch Leimer auch in Führung. Aber Becker bringt uns hier wieder zurück und schießt hier auch in den letzten 10 Minuten den Führungstreffer, der aber wieder ausgeglichen wird durch Kane. Aber jetzt machen wir hier in den letzten 10 Minuten auch wirklich den Siegtreffer. Und das bedeutet, vor dem Duell gegen Real Madrid bekommen wir hier direkt das nächste Upgrade. Aber das, was uns so richtig voranbringen würde, wäre natürlich ein Sieg gegen einen Giganten wie Real Madrid. Da würden wir uns auf einen Schlag dann einen Weltklasse-Spieler holen. Aber das Unentschieden bringt uns einfach mal wirklich komplett gar nichts. Damit haben wir hier die Chance, in der Champions League einen Upgrade zu holen, einfach mal verpasst. Es muss jetzt hier über die Liga funktionieren. Wir sammeln erstmal ein paar Siege ein und dann gucken wir uns alle Spieler an. Aber ja, unter einer 80er Gesamtstärke brauchen wir uns gar keine Spieler zu holen, die bringen uns nicht wirklich weiter. Aber jetzt gibt es hier wieder das Duell gegen Leipzig. Aber davor werden wir uns für den Sieg gegen Freiburg hier nochmal einen neuen Innenverteidiger holen. Passt besser in unser System und damit haben wir jetzt auch eine 80er Gesamtstärke hier in der Verteidigung. Wo die 80er Gesamtstärke noch fehlt, ist im Angriff. Und da können wir uns jetzt auch bedienen bei Leipzig. Wir gewinnen das Spiel 3:1. Und damit kommt das bisher beste Upgrade in unser Team. Bis zum Dortmund-Spiel werden wir hier wieder simulieren. Gegen Wolfsburg auch direkt mal der Sieg. Gegen Hoffenheim ein Unentschieden. Und auch gegen Heidenheim ein Unentschieden. Das habe ich mir mit dem neuen Stürmer ein bisschen anders vorgestellt. Wir sehen 7. Platz. Damit würden wir Conference League spielen. Wir wollen aber natürlich unbedingt in die Europa League. Und was ist das bitte für ein spannender Titelkampf? 4 Mannschaften mit 45 Punkten. Und dann mit 42 Punkten noch der FC Bayern. Und auch vor dem Spiel gegen Dortmund werden wir uns nochmal ein Upgrade holen. Damit kommt hier direkt die nächste 80er Gesamtstärke in die Startelf. Das Ganze erhöht natürlich unsere Chancen, gegen diese Mannschaft zu gewinnen. Und dann natürlich von dieser Mannschaft einen Spieler zu klauen. Aber schon wieder so ein Unentschieden. Schon das dritte Mal hier in einem Top-Duell. Die Mannschaft würde ganz anders aussehen, wenn wir alle 3 Spiele gewonnen hätten. Und apropos Gewinn, wir brauchen nicht nur Siege für die Upgrades, sondern natürlich auch für das internationale Geschäft. Und wir holen uns auch direkt mal 2 Siege hier. Bei Frankfurt könnte uns dann sogar noch ein Upgrade erwarten mit einem 3:0. Holen wir uns da direkt den nächsten Sieg. Und für dieses Upgrade stelle ich jetzt hier sogar die Mannschaft um. Vielleicht gibt es ja auf der ZOM-Position gleich auch noch Florian Wirtz dazu. Jetzt geht es hier also rein in das Saisonfinale. Und ich hoffe, mit uns
unserer neuen Mannschaft können wir gegen diese Leverkusener Mannschaft gewinnen, um natürlich wieder einen Spieler zu klauen. Aber ich glaube, Florian Würz, der wollte nicht zu Union Berlin. Damit bleiben wir erstmal hinter Leverkusen. Jetzt auch noch eine 3:0 Niederlage gegen Augsburg. Und dann kommt jetzt auch noch der FC Bayern. Also tabellenmäßig sieht es überhaupt nicht gut aus. Es wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Überraschung. Gegen den FC Bayern können wir aber in der ersten Saison nicht gewinnen. So, 3 Spiele im April, kein einziges gewonnen. Und auch gegen Gladbach können wir nicht gewinnen. Aber wirklich ausgenutzt hat das Leverkusen hier nicht. Aber gut, die haben die viel bessere Tordifferenz. Wir holen uns nochmal einen Sieg gegen Bochum und auch gegen Köln. Und an Leverkusen kommen wir immer noch nicht vorbei. Aber wir haben Frankfurt jetzt hinter uns gelassen. Und es geht nicht nur darum, den Platz zu sichern. Berisha könnte hier auch Top-Torjäger werden. Ordentlich Upgrades hier im ersten Jahr geholt. Das soll aber natürlich nur der Anfang sein. Jetzt wollen wir das Ganze gut beenden. Diesmal machen wir den späten Siegtreffer. Den Top-Torjäger haben wir hier leider nicht. Aber wir haben hier den 6. Platz. Das ist eine richtig gute Sache. Dortmund holt sich die Meisterschaft. Und der FC Barcelona gewinnt den Titel, den wir am Ende hier holen wollen. Aber natürlich wollen wir auch den DFB-Pokal und die Liga hier gewinnen. Und im Vorbereitungsturnier haben wir hier direkt mal 3 interessante Duelle. Noch vor dem Bundesliga-Start könnten wir uns also hier die ersten Upgrades holen. Real Sociedad und auch Manchester United können wir hier besiegen. Vor allem, da wir nicht in der Champions League spielen, extrem gut, dass wir das Vorbereitungsturnier hier ausnutzen. Wir holen uns einmal diesen Innenverteidiger hier. Da hätten wir auch bei United einen guten bekommen. Ich entscheide mich da aber für den besten Spieler. Also ich würde sagen, wir sind bereit hier für die zweite Saison. Neuer Innenverteidiger noch rein. Der einzige Spieler, der die 80 noch nicht hat, ist der Rechtsverteidiger. Da bekommen wir aber auch hoffentlich ganz schnell einen neuen. Jetzt können wir auch in dieser Saison öfter in die Simulation gehen. Gegen Bochum direkt mal einen Sieg zum Start und auch gegen Hoffenheim. Wirklich wichtig wird es aber jetzt hier gegen Dortmund. Wir sehen direkt schon wieder Real Sociedad. Und im nächsten Monat sehen wir dann auch direkt den FC Bayern im Pokal. 3 Duelle gegen die Bayern. Das ist eine richtig gute Sache für uns. Und Europa League ist eigentlich der Plan, Zweiter zu werden, damit wir da irgendwie zu einem Champions League Team kommen. Und Champions League spielt auch der deutsche Meister Borussia Dortmund. Die haben einen neuen Stürmer vorne drin und ich hoffe, die müssen sich gleich auch einen neuen Torwart suchen. Wir wollen Kobel und wir bekommen Kobel nicht, denn Ben Zebaini macht hier einfach mal einen Doppelpack. Immer noch kein Sieg hier gegen Dortmund, dafür aber gegen Hannover und auch gegen Real Sociedad. Gegen Gladbach unentschieden. Aber wir gehen hier nicht ohne Upgrade in das Pokalspiel gegen die Bayern, denn wir können uns hier auf dem rechten Flügel nochmal verstärken. Bayern und auch Dortmund noch nicht besiegt. Ich würde sagen, es wird jetzt allerhöchste Zeit. Wir haben einen richtig guten Kader, aber natürlich noch einige Schwachstellen, die wir jetzt hier ausbauen wollen. Aber beim FC Bayern dürfen wir uns immer noch nicht bedienen. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt im Bundesligaspiel. 1,5 Monate haben wir in der Zwischenzeit wegsimuliert. Und auch wenn nicht alle hier die perfekte Bissigkeit haben, hoffe ich, dass es reicht hier für den ersten Sieg gegen den FC Bayern. Aber wir sehen hier eine komplette Nullnummer. Aber das nächste Spiel könnte auch interessant für uns sein. Gegen Leverkusen gibt es aber auch wieder ein Unentschieden. Und nach den beiden Unentschieden haben wir dann wieder viel simuliert. Und jetzt wollen wir richtig gut ins Jahr 2025 reinstarten. Wir spielen gegen den 2. und den 1. Platz. Davor sehen wir aber, dass wir es leider nicht auf den 2. Platz in der Europa League geschafft haben. Aber gut, der Gegner wäre jetzt auch nicht so extrem krass gewesen. Sevilla hat sich natürlich mal wieder hier reingeschmuggelt. Leipzig haben wir hier schon einmal besiegt und der Rechtsverteidiger, der wäre auch richtig interessant für uns. Aber ihr kennt das ganze Spiel, dafür müssen wir mehr holen als ein Unentschieden. Und irgendwann wollen wir in dieser Karriere natürlich auch gegen den FC Bayern gewinnen. Hoffentlich ist jetzt hier der Zeitpunkt. Ich meine, wir haben schon einige richtig gute Spieler. Da kann man mal gegen Bayern München gewinnen. Und das Spiel gewinnen wir sogar, obwohl wir einen Elfmeter verschießen und 30 Minuten in Unterzahl sind. Und lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von sowas sehen wollt. Endlich haben wir jetzt hier gegen den FC Bayern gewonnen. Harry Kane, der hat ja ein paar Tore gegen uns gemacht. Den können wir uns natürlich hier holen. Aber hochgehen wird er von der Gesamtstärke natürlich nicht mehr. Aber für den nächsten Spieler werde ich wieder die Formation umstellen. Denn ich hole jetzt Musiala ins Team. Die ersten beiden Spiele mit ihm können wir dann auch gewinnen. Dann ein enttäuschendes 0:0 gegen Hannover. Aber ich würde sagen, gegen Dortmund wollen wir hier zum Abschluss des Monats nochmal einen Sieg holen und damit dann auch endlich gegen Dortmund gewinnen. Mit Musiala, Fernandes, Kubo und weiteren Spielern schaffen wir das Ganze auch. Und bei Dortmund werden wir hier gar nicht lange überlegen. Mit Kobel gehen wir hier den nächsten großen Schritt Richtung Champions League Titel. Und jetzt sehen wir schon, das Layout hat sich verändert. Es geht jetzt hier in der Europa League gegen den Europa League Endgegner. Den müssen wir aber hier besiegen, damit wir natürlich in die nächste Runde kommen, den nächsten Gegner hier bekommen und den können wir uns holen. Beziehungsweise einen Spieler können wir uns holen und den nächsten Gegner sehen wir auch gleich. Ja, leider kein Verein, wo jetzt auch 90er Gesamtstärken am Start sind. Auch Sevilla natürlich nicht so eine Mannschaft. 81er Gesamtstärke holen wir uns da dazu. Obwohl, solche Upgrades können wir uns in Zukunft sparen. Denn die Spieler, die momentan in der Startelf sind, die sollen dann später natürlich auf die Bank kommen. Und wir gucken mal, ob wir jetzt auch die nächste Runde in der Europa League überstehen können. Und ja, offensichtlich haben wir die überstanden, aber auch der nächste Gegner ist nicht gut genug für uns.
Also jetzt sind wir hier schon so richtig wählerisch. Und jetzt kommt auch noch Eindhoven. Ich habe gedacht, hier kommt vielleicht mal sowas in die Richtung von Chelsea oder Juventus, aber die sind hier schon im Achtelfinale gescheitert. Hier können wir uns also gleich einen Titel holen. Aber was wir wollen, ist natürlich dieser Titel. Und was natürlich ganz wichtig für die nächste Saison ist, ist natürlich überhaupt Champions League zu spielen. Da wollen wir uns nicht auf das Europa League Finale verlassen. Da wollen wir es am besten besser als gegen Leipzig machen. Hier wollen wir diesmal einen direkten Konkurrenten besiegen. Keine Ahnung, ob Frimpong da noch spielt. Den würden wir natürlich dann upgraden. Wir sehen aber, dass Nunez hier einfach mal 2 Tore macht und damit aber zum Glück nicht aus der Champions League hier rausschießt. Wir müssen uns also nicht auf das Europa League Finale hier verlassen. Also nächstes Jahr soll hier ein anderer Stürmer auf Platz 1 der Torjägerliste stehen, denn unser Stürmer ist nur auf Platz 3 der Torjägerliste im Verein. Aber jetzt geht es hier rein in das Finale der Europa League. Rechtsverteidiger gesperrt. Ja, auf der Position sind wir nicht so gut besetzt. Und vielleicht hat das Ganze hier gegen Eindhoven auch den Unterschied gemacht. Also da haben wir richtig Glück gehabt, dass es in der Liga da nicht schief gelaufen ist. Wir sehen, Leverkusen holt sich den Champions League Titel. Wir starten rein in die neue Saison. In den ersten beiden Monaten können wir uns hier kein Upgrade holen. Aber hoffentlich jetzt hier im September gegen den FC Bayern und auch gegen Man United. Auf der Außenverteidigerposition müssen wir ganz dringend was machen. Hoffentlich können wir uns hier direkt den nächsten Sieg gegen Bayern holen. Und ja, da ist direkt der nächste Sieg. Einen Rechtsverteidiger haben wir immer noch nicht gefunden. Dafür haben wir aber jetzt die linke Seite komplett mit Davies und Musiala. Beide vom FC Bayern geklaut und jetzt wollen wir direkt ein zweites Mal bei Man United klauen. Und da können wir die Rechtsverteidigerposition mit einem Spieler verstärken, der mal beim FC Bayern gespielt hat. Ja, und ironischerweise sorgt unser aktueller Rechtsverteidiger dafür, dass er jetzt hier auf die Bank kommt. Obwohl, ich will jetzt nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt. Das soll jetzt hier gar nicht zum Thema werden, deswegen holen wir uns Malacia. Einen Spieler von Hoffenheim werden wir uns hier nicht mehr holen, aber was wir uns hier holen wollen, ist die nächste Pokalrunde. Ja, so kann man das glaube ich nicht sagen. Aber einen Sieg wollen wir uns hier holen und den holen wir uns auch hier im Elfmeterschießen. Und jetzt geht's direkt ins nächste Spiel gegen Dortmund. Viele Teams können uns nicht mehr upgraden, Dortmund wäre aber so ein Team. Und weil wir Kobel geklaut haben, ist das auch überhaupt nicht unrealistisch. Auch dieses Spiel können wir gewinnen. Und ich glaube, wir werden noch bessere und jüngere Innenverteidiger bekommen, deswegen verstecke ich direkt nochmal die Rechtsverteidigerposition. In der Hoffnung, dass wir in der Champions League dann natürlich noch bessere Innenverteidiger bekommen oder nochmal hier gegen den FC Bayern gewinnen. Ja, was wir aber nicht schaffen, ist nochmal im Pokal zu gewinnen, fliegen hier gegen Schalke raus. Aber in der Champions League können wir gegen Man United hier wieder gewinnen. Und ich glaube, auch hier werde ich mich gegen den Innenverteidiger entscheiden und für die ZDM-Position. Und damit holen wir uns hier direkt den nächsten Weltklasse-Spieler ins Team. Jetzt wollen wir aber auch die Innenverteidigung verstärken und uns auch hier im direkten Duell die Tabellenführung holen. Bayern mittlerweile hier mit Nübel im Tor. Wenn sie eine Schwachstelle haben, ist das die Schwachstelle. Aber die konnten wir diesmal hier leider nicht ausnutzen. Was wir aber ausgenutzt haben, war die Formkrise von Man United. 4 Punkte in der Gruppenphase. Und Marseille ist jetzt hier der Gegner im Achtelfinale. Im Hinspiel hier nur ein Unentschieden. Und das gleiche Ergebnis auch gegen Leipzig. Wenn sie bei ihnen trifft, hier schon wieder für Dortmund. Das reicht aber nicht. Und auch 80 Minuten Überzahl reichen hier nicht. Wir gewinnen gegen Dortmund. Und jetzt ist es soweit. Jetzt holen wir dann auch Süle. Und er wird hier bei uns auch gleich im Viertelfinale der Champions League spielen. Ja, und jetzt geht es hier im Viertelfinale einfach mal gegen den Rekordsieger der Champions League. 2 Duelle gegen Real Madrid, wo zum Beispiel Tell hingewechselt ist, sind für uns natürlich 2 richtig gute Chancen. Vor allem Trent Alexander-Arnold. Der würde unsere Rechtsverteidigerposition natürlich komplett upgraden und das tut er auch. Obwohl, bei Real Madrid bin ich mir hier nicht ganz so sicher. Die haben natürlich so eine extrem krasse Auswahl hier. Und ja, ich entscheide mich jetzt für Militao. Ich glaube, das bringt mehr. Hoffentlich bestraft mich die Offensive von Real Madrid hier nicht. Und hoffentlich können wir direkt noch einen Sieg einfahren. Dann könnten wir natürlich noch einen zweiten Spieler auswählen. Einen Sieg können wir nicht einfahren, aber wir sind in der nächsten Runde. Also Rodrigo mit dem Dreierpack wollte auf jeden Fall Rache nehmen, dass wir ihn nicht ausgewählt haben. Und jetzt gehen wir hier in den März rein und sehen auch direkt das nächste Duell. Gegen den FC Bayern geht es hier in der Champions League ran. Und nicht nur das, auch in der Bundesliga gibt es hier ein Rennen um die Meisterschaft. Bayern hat hier sogar die Chance auf das Triple. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir Bayern hier nochmal bekommen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Position gewählt. Aber gut, bevor wir davon träumen, den Licht hier zu holen, müssen wir natürlich erstmal gegen die Bayern hier gewinnen. Aber wir sehen stattdessen nur ein 1:1. Bayern spielt übrigens jetzt mit dem Keeper, mit dem wir in die Karriere gestartet sind. Ich glaube, den haben wir irgendwann einfach freigegeben, damit sich Kobel hier besser entwickelt. Ich hoffe, der hält jetzt nicht so viele Bälle von uns. Ja, 2 bekommt er rein und vor allem natürlich 4 jetzt hier beim Elfmeterschießen. Und ein Elfmeterschießen hatten wir noch gar nicht. Ich würde aber sagen, das sollte schon als Sieg zählen. Ist ja ein ganz normaler Sieg. Und vor allem natürlich jetzt in der entscheidenden Saisonphase nochmal eine Schwächung der Bayern. Chelsea ist übrigens unser Champions League Gegner. Da vorne wollen wir aber natürlich die Bundesliga holen. Bevor wir auf die Bundesliga gucken, sehen wir erstmal, dass Schalke sich den Pokal geholt hat. Aber noch einen Titel geben die Bayern hier nicht her. Die Bundesliga können sie gewinnen. Und jetzt sind wir hier kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Vor allem, dass wir diesen Spieler hier geklaut haben, hat sich richtig ausgezeichnet.
bezahlt. Hier sehen wir die Chelsea-Mannschaft. Ich hoffe, ich muss keinen Spieler mehr klauen. Wir wollen die kriminelle Karriere jetzt hier an den Nagel hängen. Aber davor wollen wir natürlich mit unserem zusammengeklauten Team mit Union Berlin hier die Champions League gewinnen. Und das machen wir auch. Bruno Fernandes mit 2 Toren und auch De Ligt mit dem Treffer. Perfektes Ende für diese coole Karriere. Und ihr könnt euch jetzt gerne direkt zur nächsten weiterklicken.